In der Tat habe ich mir überlegt, auch Markowitz mit auf eine Folie zu nehmen, weil wir über Diversifikation sprechen. Aber ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich bin schon mal rausgejagt worden, als ich mit diesen Studiendingen angefangen habe. Vor einiger Zeit sprach ich mit Olli Strumpf und der berichtete mir davon der Hotel Return Konferenz und sagte, aber das betrifft dich ja eigentlich nicht, ihr habt doch keine Hotels, oder? Und da habe ich natürlich laut protestiert, was mir eingebracht hat, hier auf dem Podium zu stehen. Denn in der Tat haben wir keine Hotelfonds, sondern die Hotels spielen eine ganz wichtige Rolle in der Diversifikation unserer Fonds. Und ich starte immer gerne mit Fotos. Einfach nur so ein paar Hotels, die wir haben, die sind zum Teil als Bauwerk attraktiver als Investment, so wie das Mövenpick im Wasserturm in Hamburg. Wir sprechen viel über Umnutzung von Bürogebäuden. Wir haben tatsächlich so vor 15 Jahren ein Bürogebäude in Wien in ein Hotel umgebaut. Das ist das Lindner im Belvedere. Und dann dachte ich mir, da Premier Inn Sponsor ist hier heute auch, muss ich natürlich auch unser früheres Holiday Inn Express, was mittlerweile ein Premier Inn ist und wir ganz froh sind mit dem neuen Pächter. Wir haben natürlich in Frankfurt noch weitere Hotels. Das Motel One am Römer, einfach ein sensationelles Hotel. Wenn Sie dort mal übernachten, werden Sie den Gin sehr zu schätzen wissen. Und auch über das frühere Jumeirah haben wir schon gesprochen, was jetzt ein JW Marriott ist, eine ganz tolle Brand. Das einzige 5-Sterne-Hochhaus, was wir in Frankfurt haben. Aber wir haben auch in Tokio sogar Hotels, in dem Fall gehabt, das Kandeo, das ist gar nicht in Tokio, in Osaka. Also wir haben Hotels. Bei 33 Milliarden Immobilienportfolio spielt es keine ganz große Rolle, aber es sind immerhin 30 Häuser mit 1,2 Milliarden Verkehrswert nur in Europa. Und wir haben verschiedene Center of Competences im Asset Management, weil das tatsächlich einfach wichtig ist, darauf komme ich gleich nochmal, dass wir als Immobilienfondsgesellschaft eben darüber hinauswachsen, einfach nur ein Objekt zu kaufen und zu vermieten, sondern wir müssen auch wirklich die Expertise haben für die Immobilien, um eben dann auch im Gespräch zu sein mit unseren Mietern, mit unseren Pächtern. Natürlich haben wir auch ein Center of Competence für Hotel. Der Leiter dieses Centers sitzt hier, Philipp Kunze, und dann, wenn Sie da fragen. Aber ich habe gesehen, viele von Ihnen kennen ihn auch schon. Ja, so viel vielleicht zur Einleitung. Ich möchte jetzt dann doch ein bisschen zu Markowitz kommen und die Schönheit der Diversifikation in Immobilienportfolios. Wenn Sie mit institutionellen Investoren sprechen, und Haku Trust ist ja auch jemand, der da immer im Gespräch ist, dann ist im Grunde immer so die Stoßrichtung,